In der Stadtteilbibliothek in Reform präsentiert die Freiwilligenagentur Magdeburg derzeit Porträts von Personen und Initiativen, die sich besonders für ihren Stadtteil Reform stark machen und einsetzen. Wir waren bei der Eröffnung der kleinen Ausstellung dabei, denn viele Angebote in diesem beliebten Wohngebiet wären ohne die tatkräftige Unterstützung durch freiwillige Helferinnen und Helfer gar nicht möglich. Magdeburg Reform gehört zu den beliebten und lebendigen Quartieren der Stadt. Dass es sich hier offenbar gut leben lässt, ist vor allem dem ehrenamtlichen Einsatz vieler Bürger für die Belange ihres Wohnortes zu verdanken. Die Ausstellung Reform engagiert zeigt in den kommenden Wochen in der Stadtteilbibliothek Reform zahlreiche Porträts von solch aktiven Bürgern, die sich für ihren Kiez stark machen. Die Ehrenamtlichen setzen eigene Projekte um, helfen Nachbarn oder unterstützen die Organisation von Stadtteilfesten und Veranstaltungen. Sie engagieren sich in Einrichtungen, Vereinen und Initiativen. Außerdem sind sie als Engagementlotsen im Stadtteil Ansprechpartner für die Bewohner. Durch ihren Einsatz und ihre Ideen leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort, weiß auch Doreen Potzeber, die als Leiterin der Stadtteilbibliothek bestens vernetzt ist. Ob als Leseoma in der Kita, als Mietervertreter, Mitarbeiter der Stadtteilzeitung, Medienbote der Stadtteilbibliothek oder Lernpate im Hort. Ein großer Teil der Angebote von Kindertagesstätten, Seniorenwohnanlagen, Schulen oder anderen Einrichtungen wäre ohne die tatkräftige Unterstützung durch freiwillige Helfer gar nicht denkbar. Die Ausstellung Reform engagiert wird bis zum 19. Juli in der Reformer Zweigstelle der Stadtbibliothek präsentiert.